Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir ein bisschen Monster fertig gemacht, ein bisschen aufgelevelt, unsere Fähigkeiten und ein Elite-Monster geplättet. Und jetzt wollen wir mal mit der Hauptstory ein bisschen weitermachen. Nehmen den Zug nach Marksburg, aber ich habe gemerkt, mein Katze ist zurückgekommen und was hast du gefunden? Nur Mist. Ist er sofort wieder raus. Ich wollte diese verdammte Puppe, ey. So, ich habe mich mal kurz geheilt im Dingens hier im Gasthaus, mein Gott. Und jetzt müssen wir nach Marksburg. Ich weiß nicht, wo das ist. Okay. Wo ist nun mein Zug? Ich glaube da, ne? Da muss es doch sein. Für ein. Ja, okay. Ich nehme. Vielleicht ist das da. Wir machen mit der Story weiter. Wo geht denn die Story nochmal weiter? So, das war ja die linke Auswahl, die man am Anfang wählen konnte. Ich frage mich echt jetzt, ob das vielleicht die war, die wir hätten nehmen sollen. Ah, Marksburg Hauptbahnhof. So. Ich frage mich, ob das die ist, die wir hätten vorher nehmen müssen. Oder, ja. Habe ich mir erst die schwierigere Route genommen? Ich weiß es nicht. Beantwortet mir das bitte. So, wir sind in einer neuen Stadt. Die gab es, glaube ich, im ersten Teil noch nicht, ne? Hey Jude, na? Ich kann nicht glauben, dass sie verschwunden ist. Was ist hier bloß zugestoßen? Ja, das weiß ich übrigens immer noch nicht. Ich habe den ersten Teil immer noch nicht mit Mila durchgespielt. Aber ich bin kurz davor, kurz davor. So, was hast du denn hier? Lebensmittelländer. So, die habe ich mir alle mal geholt hier. Aber wer weiß, was passiert. So, Objektladen. Guck mal her. Orangengummi. Also da sind Trinke des Lebens. Ach ja, ich sollte mir vielleicht mal die Strategie ein bisschen verändern, weil mir ist aufgefallen, wieso? Okay, dann tun wir mal so machen, weil mir ist aufgefallen, meine Stimme, hatte ich immer voll knapp bin mit Orangengel, Orangengummi meine ich. So, haben wir hier Elise. Wo bist du? Elise, wo bist du? Elise? Ja, da bist du. Ich frage mich, was ich tun kann, um ein besseres Vorbild zu sein. Ich muss etwas. Es muss etwas geben. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt jemand anderen steuere? Geht gar nicht. Okay. Dann vergesst das. So, ich klappe erstmal hier alles ab, weil wer weiß. Neue Stadt und so. Ist bestimmt irgendwas darunter, kann man auch anscheinend. So, da geht es für Aufträge. Elite-Monster, nichts Neues. Hier war nichts Neues. Okay, was stehst du hier so? Also, glaubst du, hast das Kämpfen jetzt raus? Nein. Vielleicht soll ich das mal irgendwann machen. Vielleicht kriegst du ja irgendwie was dafür. So ein Tutorial X. Das wollte schon X, wie er sagen. Katalysator. Na, Elvin. Dieses Exodus-Clowns haben Heliobock aufgegeben. Scheint so, als wollten sie lieber ihre eigene Existenz auf die Welt sichern, als wirklich jemanden zu schaden. Okay. Na. Gibt es ja neue Dingens, neue Sachen zu kaufen. Oh, ein Kunde, tut mir leid, aber wir sind hier noch beim Aufbau. Leck mich. Ich brauche mal neue Waffen, ey. Die sind schon alle so vollkommen veraltet, die ich habe. So, die Person, die hinter Julius her ist. Okay. Gefunden. Ich habe mich schon gefunden. So. Warte mal, das ist eine Katze. Thomas gefunden. Geil. Okay. Ist ein bisschen offensichtlich, wer das ist. Die Hauptgeschichte fortsetzen. Kann ich erst das Ding hier fangen? Wer könnte das wohl sein?
Na? Das Monster in der Gasse, Kapitel 5. Here, kitty, kitty, kitty. Here, kitty. Nothing to see here. Move along. What the heck are you doing, Leia? Jude? Leia! Long time no see. Elise! And Alvin, too! Don't forget your pal, Tipo! Were you talking to that kitty? Not exactly. I need to catch it for a special assignment. I thought you were a newspaper reporter, Leia. What gives? I told you, it's a special assignment. Ich fange die Katze für dich. Sieht so aus wie eine Aufgabe für Rollo. Ich frage mich jetzt die ganze Zeit, was passiert wäre, wenn ich hier als Erster hingegangen wäre. Dann wären Elise und Elvin ja gar nicht bei uns, ne? Spannend. Ich fange die Katze für dich ein. Das sieht aus wie eine Aufgabe für Rollo. Ich traue dieser fetten Katze nicht. Die sieht aus wie so eine Mafioso-Katze. Deswegen mache ich das lieber. Ja. Ich hab's voll drauf mit Katzen, pass auf. Verdammt! Na doch, sie ist rausgekommen. Alles läuft nach Plan. Julius? Julius? Was? Aha, that's his name. Julius Katzenstein III. That's Julius? Nicht wahr. The third one, apparently. I've been asking all over about this cat. So, the person asking a lot of questions about Julius is Leia. And this Julius hacks up hairballs. I give Spearis intel an F, guys. Anyhow, thanks, guys. This cat belongs to our biggest advertiser. Where are my manners? This is Luger Kresnik. My name's Al, and this here is Rollo. I'm Leia Rolando. It's a pleasure to meet all of you. Leia. Oh, you're the old friend Jude was talking to on the phone before. Yep. Guilty as charged. We grew up together. Not his girlfriend. Huh? Is she your little sister? Paar von wegen, sowas in der Art. Na, ja, sie hat auch noch nichts Positives über uns gesagt, aber weiß ich nicht. Ja, machen wir mal. What? Huh? So, Leia, are you a cat catcher? Huh? No way! I'm a newspaper reporter. Think of me as a truth catcher. It's an honorable job. Speaking of, have you heard anything about the train hijacking? That right there's the story of the decade. Last I heard, they put out a warrant for that spurious bigwig, Julius Kresnik, I think? Wait a minute, Julius Kresnik? Did you step into trouble again? Uh-huh, big trouble! Like super big trouble! But Luger is... I know, he's a friend of yours. Come on! Huh? Duval. I have an informant there. She's super duper in the know. So I'll introduce you guys. Oh, right, now we're getting somewhere. Sehr schön. Was mit der Katze, die ist jetzt geflüchtet. Oh no, he got away after all that work. Okay. Okay, sie ist nicht bei uns. Verdammt. Ich will, dass sie sich uns anschließt. So, da kann ich auch noch hin. Okay. Warte mal. Da ist ein Laden. Da sind ganz viele Läden, sehe ich gerade. Okay, da ist der andere Laden in Zip. Was? Typ mit der schwarzen Brille? Typ mit der schwarzen Brille?
Wer meint sie die jetzt? Ah, ich sehe schon da hinten. Was macht denn der schon wieder hier? So, you got sick of being a pampered pet and decided to explore the great outdoors. Ja, stimmt, der kann ja mit Tieren reden, ne? I feel you, kitty. Take it from me, though. This world is nothing but one big litter box. Ivor? He's talking to what's his name the third. Quick, grab that cat for me. Huh? Oh nein. Ich hoffe, sie kann schwimmen. Oder er. See that? Even the deadliest creatures run in fear of my mighty weapon. Ah, ich verstehe. Thanks. I bet you don't even know which end is up on that thing. Oh nein, nicht schon wieder. Jetzt muss ich ihn auch noch damit verprügeln. All right, take up your sledgehammer. Okay. Okay. Kann ich die... Ach so, ich kann sie hin und her wechseln. Okay. Diese Reihenfolge wechseln. Ja. Also wenn ich eins drücke, gehe ich einen vor und R2 drücke zusammen mit L1, dann gehe ich zurück. Oder umgekehrt, keine Ahnung. Vorschlagkämmer haben eine unheimlich große Reichweite und sind sehr effektiv, wenn du umzingelt bist. Sie können auch die Gegenschärfe oder Standhaftigkeit zerschlagen. Level 11. Nein, er wird stärker. This, because it's hammering time. Great. Oh nein. Willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen? Na warte, du kriegst halt jetzt volle Möhre drauf. Boah, was zum... Was ist das denn für eine Reichweite? Sehr schön. Ja, ich kann den Abwehr besprechen, ich Idiot. Aua. Boah, das ist ja voll Imper. Sehr schön. Bist du auch gegen... Nein, du bist nur noch gegen Hammer. Los, ich hau dich kaputt damit. Boah, was zum... Wesens habe ich ihn jetzt sehr viel besser kaputt als beim letzten Kampf. Sehr schön. Oh nein. Sehr schön. Sehr schön. Ich glaube, mit dem Hammer kämpfe ich sogar so als Main-Waffe. Allein schon wegen dem Angriff, das ist ja voll irre. Was das Ding für eine Reichweite hat. So, einfach nur draufhauen. Dann kontert er außerdem nicht. Der als mit Pistolen angegriffen haben, hat er gekontert. Bams. You're so beefy, Luther. I could sure go for some beef right now. Topfstein, jawohl. Noch eine neue. Neuer Arzt, hungriger Jäger, Wurfhammer, physische. Der psychische Wiederherstellung und macht voller Schwung. Sehr schön. Finde ich gut. So, you do know which end is which. But I'm warning you. Don't go swinging that thing around town. Some people have no consideration, I swear. So Ivor's working here in Olympias. What are you gonna do about the cat? I'll wrangle your furball. I've got some business to take care of here anyway. That sounds right up your alley, Alvin. What is that supposed to mean? Ah, but if I use a little spud as bait, I'll catch that cat in no time. Don't even think about it, little buddy! Why do you always have to be such a jerk? Well, okay then, I'll leave you two to it. Was? Nein! I don't mind helping, as long as you don't use Tipo as catnip. Nein, geht nicht. Now, off to Duval. Okay, das heißt aber okay, Leia. Sie hat sich uns angeschlossen, sehr gut. Was hat sie denn alles? Sehr schön. Okay, ich freue mich schon, sie zu steuern, weil mit ihr bin ich im ersten Teil mittlerweile ein richtiges Biest, ey.
Ich sehe irgendwie die meiste Zeit nur Steuer. So viele Sachen, die ich jetzt noch lernen muss. Tsunami-Schlag, schon der neue Technik, ey. Schnelle Klaue, die Attacke brauche ich. Und die auch. Was hat die denn überhaupt? Die hat nur Wind, okay. Rüstungszermalmer. Wiedererstung, ja, das will ich unbedingt haben. Hab ich überhaupt nicht, habe noch nichts. Hab mir noch nichts reingestopft, ey. So, das werde ich brauchen. So. Erdbruch, Typobeben. Okay, das nützt mir jetzt nichts, die sind jetzt alle weg. So, ich laufe mit dem Forscher. Was? Ich habe noch. Ach so. Ne, verstehe ich nicht. psychische Wiederherstellung machen wir mal hier. Oder ne, ich lasse das auch hier. Weil Elben hat das auch hier. Machtvoller Schwung. Lade deinen Hammer auf und schlag dann Gegner in die Luft. Ne, da ist der. Schnell nach unten schlägst. Nein. Warte mal. Warte hier. Wenn ich da schlagt, hochspringen. Macht voller Schwung auf und schleudert dann Gegner durch die Luft. Ja, das klingt doch schon. Und dann hier hungriger Jäger. Glaube ich. Weiß ich nicht. Mach mal einfach hier. Nee, ich mach voller Schwung. Hungriger Jäger. So. Hammer finde ich irgendwie interessant, jetzt zu kämpfen. Diesmal nicht. Okay. So, Katze. Leck mich doch an. Kann ich hier eine neue Katze finden? Ne, da kann ich eine. Suchen wir mal hier irgendwas. Ich frage mich zwar, wie sie da hinkommen will, die Katze, aber egal. So, trifft den Informanten im Bahnhof Duval. Jetzt muss ich nochmal nach Duval, ey. Wenigstens kann ich mich hier irgendwie bewegen und so. Ach, da war die Haltestelle, genau. Wenigstens kann ich mich hier ein bisschen frei bewegen, statt in dieser einen Festung da eingesperrt zu werden, was ja richtig nervig war. So, ich hätte gerne neue Klamotten. Sind schon lange fällig. Am besten hier erstmal Verteidigung. Riesenreif, Bronzereif. So schöne Sachen, die ich alle noch nicht mehr oder weniger kaufen kann. So, du hier kriegst einen Bronzreif. So, Waffen, ich brauche Waffen. Die sind schon lange ein bisschen fällig irgendwie. Ohne Katze. Lithia oder Lischia oder was weiß ich. Natürlich irgendwie alle nur zufällig irgendwie finden. So, Waffenladen. Ah, was zum? Warum kann ich nur für die beiden Waffen kaufen? Na, haben wir hier noch was? Da ist noch alles mögliche, okay. Gucken wir mal beim Zubehörladen. Na, du hast. Ich tu mal den Umhang kaufen. So, ne. Hey. Nee, doch nicht. Doch. Der Hafen sieht aus wie jeder andere Hafen im ersten Teil. Oder so bemängelt, dass im ersten Teil alle Häfen vollkommen gleich aussahen. Und ja, das stimmt. Prüfen. Seevogelei. Okay. Wird schon wichtig sein. Was haben wir hier? Katzen, Vögel. Ich will eine Katze. Prüfen. Gebetsfähnchen, ein traditionelles Zeremoniengewand aus Chandu, sehr gefragt. Was macht das hier? Was ist dieses Chandu überhaupt? Das kennt doch noch keiner, der nicht den ersten Teil gespielt hat und sich dieses Projekt hier anguckt, warum auch immer man das tun sollte. Ne? So, kann ich dich auch mitnehmen? Ja, ich will keine Hunde, ich will nur Katzen. Müssen ja voll die epische Musik überhaupt. Ja, alles hier mal abklappern. Was ja nie man finden kann. Hören tue ich die ganzen Katzen sowieso nicht, deswegen muss ich sie mehr suchen.
Je mehr Katzen ich habe, desto kürzer dauert das ja, bis sie wiederkommen, ne? Hängt das wahrscheinlich auch irgendwie vom Ort ab, wie lange das dauert, bis eine Katze zurückkommt. So, und ich muss mich wieder heilen. Lernt nicht Ludger auch bald irgendwie Levelwiederherstellung? Da sorge ich nicht, dass er das bald lernt. So, wie wär's mal mit neuen Gerichten? Mehr Erfahrung, das wäre gut gewesen während der Trainingssession. Aber nein. So. Dann gucken wir mal. Ich glaube, wir müssen hier hin, ne? Da müssen wir echt mit dem Zug zurückfahren. Ich glaube dann nicht, ne? Na gut. Dann. Haben wir hier noch was? Nein. Da glitzert ja gar nicht mehr, das ist das Problem. Wie, keine Abreise möglich? Was ist das denn? Müssen wir echt zurückfahren? Egal. Auf nach Duval! Prüfen. Seltsames Fragment, sehr schön. Ja gut, dann müssen wir den traditionellen Weg zurückgehen. Und dann mal sehen, wo wir hinkommen. Falls auch weiterkommen und so weiter und so fort. Wie sieht jetzt missionmäßig aus? Ich habe ein paar Sachen gefunden. Kann mal neue Missionen da reinkommen. Na. Wenn ja wohl offensichtlich irgendwann mal weggehen und durch andere ersetzen, ne? Ich werde die erstmal erledigen muss. She said she's waiting at Duval Station. Okay. Leia, die Reporterin. Exclusive expose. The terrible untold truth behind Terrace train tragedy. Investigative journalist Leia Rolando unravels the shocking mystery. Leia, what are you writing? Just jotting down some notes for an article. An article? You're like a reporter. Hey, there's no like about it. But those aren't articles, they're just dramatic headlines. You can't write a story to match a predetermined conclusion. Hey, professional journalists don't accept unsolicited advice from amateurs, mister. So as a professional, are you hitting your deadlines? You can't just copy off my homework the morning before class like you used to. Zip it, Jude. Why do you hate the free press so much? What does any of this have to do with the free press? I'm talking about professional responsibility here. What's with Jude and Leia? Ein als Ehepaar, Mutter und Tochter. Ja, Mutter und Tochter, Jude. Was? Ja, nee, irgendwie. Mutter und Tochter, finde ich. A mother and daughter. Oh. I never knew my mom, so I wouldn't really know. Verdammt. Ich tritt aber auch bei ihnen jedes Fettnäpfchen. They're naggy and kind, and they care about their children more than anything in the world. That's what a mom is. I know that. My mom was totally like that. Good save, Leia. Thanks, but let's try to be a little more sensitive when dealing with a young lady's feelings, gentlemen. Why is my editor calling? Oh no! I totally spaced on my deadline! And now you know why people think I'm like Leia's mother. Sehr schön. Okay, dann würde ich aber sagen, wir... Was zum Teufel macht der Typ da vorne? Wen grüßt er da hinten? Okay. Jedenfalls... Okay, das vergessen wir jetzt einfach, das haben wir nicht gesehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.